Und wir gehen in die Werbung, höre ich gerade. Schon wieder? Ich bin völlig fertig. Wie viel Werbung macht ihr denn? Bis gleich, ich gehe was trinken. Tschüss, ihr könnt was gewinnen. Kein anderes Thema sorgt unter den Fans der monumentalen Duell-Dauerberieselungssendung Schlag den Star für dermaßen endlosen Diskussionsstoff wie das Thema Werbung. Denn auch eine so kunstvoll produzierte Show kann trotz des enormen Unterhaltungsfaktors nicht von den hochfrequenten Unterbrechungen mit gut gemeinten Produktempfehlungen ablenken. Meistens entlädt sich der Unmut in Richtung Sender. Doch ist das wirklich die richtige Adresse? Nein, denn die Wirklichkeit ist eine radikal andere. Rein gar nichts ist so, wie es von den engagierten Kommentarschreibern in den sozialen Medien aus purer Unkenntnis der Fakten und sogar der alternativen Fakten mehr oder minder böswillig unterstellt wird. Wir haben nachgeforscht und aufgedeckt, was wirklich hinter dem Dauerbeschuss mit Kaufanregungen steckt. Sehen Sie jetzt Mysterien der Show, warum es bei Schlag den Star so viel Werbung gibt. Mal wieder hat sich unser wackeres Team zu den heiligen Hallen der Produktionsfirma aufgemacht, die für die ständige Unterbrechung der Werbespots am Samstagabend verantwortlich zeichnet. Wir haben uns wieder an Corinna, die Grande Dame der Star-Duelle, gewendet. Nun vor kurzem Fragen, bitte. Nee, ihr labert eh nur Müll. Ihr erzählt nur Scheiße und außerdem habt ihr Hausverbot. Aber es geht ja diesmal um die Werbung. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Da wir von offizieller Seite keine Antworten bekommen, bleibt unserem Team nichts anderes übrig, als wirklich zu arbeiten und in langwieriger Recherche selbst herauszufinden, warum man es für angebracht hält, das Publikum vor den heimischen Bildschirmen gefühlt alle 10 Minuten mit Reklame voll zu spammen. Frühzeitig bringen sich unsere Leute unauffällig in Stellung. Während der Live-Sendung wird dann auch schnell klar, was der wahre Grund für das Werbespot-Bombardement ist. Ein bisschen Werbung und Sie zu Hause können etwas gewinnen. Jetzt schon, das erste Spiel ist noch nicht vorbei. Wieso machst du jetzt schon die Werbung? In meinem Vertrag steht, ich darf 8-mal Pause haben in der Show. Ja, und ich entscheide, wann diese Pause ist. Außerdem hier, diese Kandidaten, die sind total lame. Die gehen mir völlig auf den Sack. Ja, hört ihr? Nee, lass weiterlaufen. Gib ihm mal noch 10 Minuten. Und schon beginnt der obligatorische Shitstorm. Unterdessen ist man hinter den Kulissen der sinnbefreiten Samstagabendsause schwer darum bemüht, den Schaden klein und die Werbepause kurz zu halten, was sich jedoch bisweilen recht schwierig gestaltet. Elton, bitte, komm, es läuft schon der letzte Werbespot. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Dann soll ProSieben noch irgendeine Vorschau zeigen. Hier, nee. Galileo Simpson, Doku. Kommst du jetzt mit? Nee, das mache ich nicht. Elton, jetzt? Ah, ja. Ja? Gut, hört ihr? Ja, er kommt jetzt. Ja. Darüber hinaus freut sich nicht nur der beliebte wie beleibte Moderator über die angenehmen Verschnaufpausen. Die Zeit während der Werbung wird auch noch anderweitig genutzt. Ich habe doch schon Eintritt gezahlt. Hey, das Catering muss bezahlt werden, das ganze Team muss bezahlt werden. Und Elton, weißt du eigentlich, wie unverschämt teuer Elton ist? Geht doch. Leute, das geht hier nicht. Wir müssen den Koffer voll kriegen. Wir wollen hier nicht. Wann geht's denn weiter hier? Wir warten hier seit 6 Stunden. Meine Mutter ist total unterzuckert. Selbst schuld, die Alte. Elton? Verdammt! Wo bist du? Wir würden jetzt gerne langsam mal weitermachen. Die Leute werden langsam nervös. ProSieben, gib langsam die Werbung aus. Elton? Elton? Elton! Aber auch den Kandidaten kommen die vielen Unterbrechungen sehr gelegen. Ich habe mich verletzt beim letzten Spiel. Aber wir sind doch erst bei Spiel 7. Wir haben keinen Ersatzkandidaten. Da musst du jetzt durch. Nee, mein Bein ist gebrochen, glaube ich. Mensch, Leute, wo ist denn dieser gottverdammte Arzt? Heilpraktiker, bitte. Ich darf mich doch gar nicht mehr Arzt nennen. Egal, was du bist, kümmere dich um ihn. Ja, kein Grund zur Aufregung. Meine Güte, bei Spiel 7, das gibt's nicht. Was bist du für eine Lusche? Spiel 7, was gibst du ihm da jetzt? Ich glaube, das willst du lieber gar nicht wissen. Okay. Aber ich vielleicht. Keine Sorge, das ist euch super, das macht fit und gute Laune. Willst du euch auch was, Corinna, für die Aftershow? Ich drehe gleich komplett durch! Aber irgendwann geht auch die längste Werbeunterbrechung bzw. die längste Sendung mal zu Ende. Na? Gar nicht auf der Aftershow-Party?
Fair wie wir sind, haben wir den Verantwortlichen der Sendung wieder die Möglichkeit gegeben, zu unserem belastenden Material Stellung zu nehmen. Ob es Ihnen dieses Mal wohl gelingt, sich da noch irgendwie rauszureden? Also das ist alles gar nicht so. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gesagt. Das ist alles aus dem Zusammenhang gerissen. Oder hier, nee, ihr habt das so zusammengeschnitten. Genau, ihr habt das so zusammengeschnitten, wie RTL das immer macht. Ja. Ja, aber mal ganz im Ernst. Irgendwie muss der ganze Bums ja auch bezahlt werden. Ja? Das Studio, die Lichter, die Mitarbeiter, und das ist eben teuer. Und dafür braucht man die Werbung, damit das Geld reinkommt. Und ihr könnt zum Beispiel in der Zeit was Leckeres zu trinken holen. Wie zum Beispiel hier. Ein schönes Krummsteiner. Das ehrlichste aller Biere. Ja, also ganz im Ernst. Werbung muss nun mal sein. Ist auch nicht weiter schlimm, wenn jetzt mal 5-mal Werbung kommt. 6-mal, 7-mal, 8-mal. Also regt euch alle mal ab. Alles klar. Und weiter geht es nach nur einem Werbespot.